Die Kieler Woche gilt als weltgrößtes Segelereignis und größtes Sommerfest im Norden Europas. Gäste aus aller Welt bevölkern die Promenade. Aber es geht nicht nur um Sport und Spaß. Auch der Klimawandel ist ein Thema, denn auch die Küstenstadt an der Ostsee ist davon betroffen. Wir haben in den letzten Jahren damit kämpfen müssen, dass die Starkregenereignisse so lange anhaltend waren, dass es hier zu Überflutungen in der Stadt gekommen ist. Erfahrungen mit dem Klimawandel haben auch die Teilnehmer dieser Reisegruppe. Vertreter aus 14 Ländern sind einer Einladung des Auswärtigen Amts gefolgt. Sie sind gekommen, um sich auszutauschen. Schnell wird klar, der Klimawandel ist eine globale Angelegenheit. In einer Region wie KwaZulu-Natal haben wir zum Beispiel eigentlich viel Niederschlag im Sommer und einen trockenen Winter. Jetzt haben wir wenig Regen im Sommer und eine extreme Hitze bis zu 45 Grad und einen sehr kurzen Winter. Niederschläge ist stark. Wir haben immer mehr starke Taifun vom Süden her. Deutschland kämpft aktiv gegen den Klimawandel. Gleichzeitig gibt es Programme wie das Klimabündnis Kieler Bucht. Initiiert von der Universität Kiel geht es in dem Zusammenschluss von 20 Gemeinden, Vertretern aus Wirtschaft, Tourismus und NGOs auch um eine Klimaanpassung. Natürlich ist es wichtig, das Klima zu schützen. Wir müssen weiterhin Energie sparen, Energiewende etc. ohne Frage. Aber gleichzeitig müssen wir uns anpassen, weil die Auswirkungen sind schon heute da. Sie werden sich dramatisch verstärken in den nächsten 100 Jahren und es geht ja so weiter. Und wir versuchen eben, indem wir Wissenschaftler und Politiker und Verwaltung zusammenbringen, Lösungen zu finden für diese Probleme. Das kann den Küstenschutz genauso betreffen wie die Weitergabe aktueller Forschungsergebnisse an die Tourismusgemeinden. In der Region Kiel ist das Bündnis ein Erfolgsmodell. Vielleicht macht es Schule. And the biggest learning for me in the program so far. Für mich ist der größte Lerneffekt in dem Programm die Idee, die Gesellschaft zusammenzubringen. Daraus lassen sich gemeinsame Schlüsse für die Wirtschaft, die Menschen in der Region und die Umweltschützer ziehen. Es ist umfassend. It's more comprehensive. Der Klimawandel ist eine globale Herausforderung. Lösungsansätze können aber lokal angegangen werden. Wichtig ist nur, dass die Erfahrungen mit allen geteilt werden.